Ich wähle dich, Simmy! Mach die Kochattacke! Vielleicht hat ja der eine oder andere schon erraten, aus welchem Film wir heute ein Rezept nachmachen, und zwar aus Pokémon! I'll just divvy up this tasty tidbit for three! Hands off! When it comes to divvying, you're a ditz! What, you call me a cheat? The boat fits, baby! Where I? Ja, und wir werden Onigiri nachmachen. Vielleicht kennst du ja jemand. Das sind diese kleinen Reisdreiecke mit einem Nori-Blatt rum und mit einer leckeren Füllung. Ihr müsst euch mal die Zutaten geben. Also so wenig hatten wir, glaube ich, noch nie dastehen. Also brauchen natürlich unseren Sushi-Reis. Dann haben wir eine Füllung. Einmal eine vegetarische mit Gurke und Frischkäse. Und einmal mit Lachs und Mayonnaise. Davor möchte ich kurz auf das Wetter aufmerksam machen. Wir haben den 2. April und es schneit. Oben habe ich einen Sommerlook und unten habe ich die Socken von meiner Mama. Das soll bitte auf das Wetter von draußen bezogen. Und wir müssen natürlich mit dem Aufwendigsten starten, und zwar mit unserem Sushi-Reis. Den müssen wir jetzt einmal so richtig gut abwaschen, sodass die Flüssigkeit, die unten rauskommt, klar ist. Damit ihr die Stärke verliert. Und bitte so viel fluffiger. Da habe ich jetzt schon Wasser im Topf. Den kochen wir jetzt, das kochen wir jetzt zusammen alles auf. Mit Deckel drauf. Dabei bleiben. Und wenn es aufgekocht ist, dann auf die niedrigste Stufe runterstellen und einfach köcheln lassen. Während der Reis kocht, beschäftigen wir uns mit unseren zwei Füllungen. Und dafür brauche ich einmal so ein Viertel von einer Gurke. Und die müssen wir jetzt erstmal schälen. Kann man, muss man nicht. Dann halbieren wir die Gurke und kratzen das Innere raus. Und essen es. Könntest du dann noch mal mich kauen hören? Dann ist runter! So, die Gurke, die schneiden wir jetzt ganz fein, weil das wird so mit dem Frischkäse vermischt und das ist dann die Füllung und die muss schon sehr fein sein. So. Und ich habe ja hier schöne Schälchen von der Nanette geschenkt bekommen, weil ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe. Danke! Und da rühre ich jetzt unseren Gurken-Frischkäse-Füllungsdingsbums an. So. Und Frischkäse. Die Schälchen sind ein bisschen okay. Für mein Form hier. Und Salz. So, schmeißen wir natürlich alles wieder zurück. Ganz einfach. Unsere erste Füllung ist jetzt fertig. Jetzt machen wir die zweite. Dafür müssen wir eigentlich nur den Lachs schneiden, weil die Mayonnaise ist schon fertig. Der Reis ist jetzt gekocht. Wichtig ist, dass er nicht anbrennt, deswegen Stufe 1 auch. Und jetzt kommt so ein kleiner Trick. Und zwar kommt jetzt ein Geschirrtuch auf den Topf und der Deckel nochmal drauf. Und das zieht jetzt 5 Minuten nochmal durch, weil die Flüssigkeit vom Reis, die wird jetzt durch das Tuch aufgesogen. Und dann haben wir so eine richtig schöne klebrige Konsistenz. Und dann würzen wir den Reis noch ein bisschen, lassen ihn abkühlen, dann geht's schon los. So, dann kommt der Deckel ab. Oh. Schön festgesaugt. Und jetzt ist unser Reis fast fertig. Jetzt kommt unser Reis in eine Schüssel, damit er auch schneller abkühlen kann. Und jetzt verrühre ich einfach einmal Reisessig mit unserem Salz und unserem Zucker. Das gießen wir jetzt über unseren Reis, mischen das gut durch und lassen ihn ein bisschen abkühlen. So, unser Reis ist abgekühlt und jetzt geht's los. Ich habe den Reis jetzt gerade abgeschmeckt. Ich würde noch ein bisschen Salz und ein bisschen Reisessig dazugeben, weil dann schmeckt es einfach nach mehr. Also da bitte abschmecken und je nachdem, wie würzig ihr den Reis haben wollt, nachwürzen. Also, es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Onigiri jetzt zu machen. Also entweder man macht die Hände jetzt gescheit nass und formt das Dreieck in der Hand, macht dann eine kleine Kuhle rein, macht die Füllung rein und dann den Deckel drauf mit nochmal ein bisschen Reis. When you've got lemons, you make lemonade. And when you've got rice, you make rice balls. Oder mit Folie. Und zwar kommt hier jetzt ein bisschen Reis in die Mitte. So. Und dann kommt ein bisschen was von unserer Füllung hier in die Mitte rein. Nicht zu viel. Und jetzt verschließen wir das, indem wir das umklappen. Und dann formen wir unser Dreieck. Und richtig gescheit zusammendrücken, damit es hält. Und die Seiten sind alle
gleich. Also unser erstes Onigiri ist fast fertig. Und bevor wir es jetzt auspacken, schneiden wir noch unser Nori-Blatt. Es gibt die Möglichkeit, dass man das komplett einwickelt. Aber ich würde es lieber so machen, dass ich mir hier Streifen runterschneide und das dann rumlege, so wie es ja auch klassisch ist. Dann packe ich das einmal aus. Und damit man das jetzt schön in der Hand halten kann, lege ich jetzt dieses Nori-Blatt rum. Und fertig ist es. Und für unsere Lachsfüllung nehmen wir ein bisschen Mayonnaise und verstreichen die. Und da kommt dann unser Lachs noch mit drauf. Und ich würde mir den größten Oschi nehmen, natürlich. Schaut auf jeden Fall schon mal super hübsch aus und es hält. Und ich glaube, wenn es länger steht, dann hält es noch besser. Also, dann. Bei den Mangas hängt auch mal der Reis überall, wenn sie das essen. Jetzt verstehe ich auch warum, weil der so backt. Also es schmeckt total simpel, aber lecker. These rice balls are pretty good. Wie soll ich es anders sagen? Es ist ja wenig Füllung drin. Und das ist ja einfach so wie ein Mittagessen. Das kriegen die Kinder mit in die Schule und so weiter. Man kann es natürlich auch in ein bisschen Sojasauce tunken und dann reinbeißen. Das ist wie so ein Monster-Sushi irgendwo mit wenig Füllung. Also, abgefahren. Damit ich endlich weiter essen kann, könnt ihr jetzt aber währenddessen unser Video von letzter Woche schauen, und zwar unser Dutch Baby, oh, ein Ofenpfannkuchen, aber sowas von lecker, und unsere Gyoza, die wir selber gemacht haben. Ah, und jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Gut gemacht, Simi. Komm zurück.